Große Töne weiß das Orchester der Josef Eibler Musikschule zu spielen. Das haben sie schon viele Jahre bewiesen. Wir waren bei einer der ersten Proben für das große Jubiläumskonzert im kommenden Jahr dabei. 1, 2, 3, 4. Circa 500 Schüler werden von 25 Lehrern in 24 Instrumentalfächern und 36 Ergänzungsfächern und Ensembles ab einem Alter von 4 Jahren unterrichtet. Verschiedene Aktivitäten werden geboten, wie etwa Konzerte, das Lehrerkonzert, das Musikschulfestival und natürlich das große Orchesterkonzert. Und für ein großes Konzert muss auch intensiv geübt werden. Obwohl das Konzert erst in 4 Monaten am 23. März stattfindet, wird in der Musikschule Schwechat bereits jetzt eifrig geprobt. Im ersten Teil ist Klassik an der Reihe. Und zwar spielen wir die berühmte Symphonie aus der Neuen Welt von Antonín Dvořák. Das ist eine große Herausforderung in Originalbesetzung. Und nach der Pause wieder dann die beliebte Filmmusik mit Lord of the Dance, Der Gladiator und viele bekannte Stücke. Schindlers Liste zum Beispiel oder Fluch der Karibik sind nur einige Programmpunkte für den zweiten Teil. Wie groß ist der neue Orchester? Das Orchester hat jetzt annähernd, ich würde sagen, zwischen 65 und 70 Orchestermitglieder. Also wirklich eine große Besetzung. Was unterrichten Sie in der Musikschule? Kontrabass, Violine und Gitarre und Elektrobass. Und hier im Schulorchester spiele ich die Tuba, weil die war dann nicht besetzt. Dann habe ich den Dirigenten gefragt, ob ich die Tuba spielen kann. Hat er gesagt, ich muss bei ihm vorspielen. Und das hat funktioniert. Jetzt spiele ich seit 7 Jahren die Tuba im Orchester. Das heißt ziemlich multi-instrumental. So ist es, genau. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, solche Proben? Wir proben 3 Stunden jeweils. Samstag 3 Stunden am Nachmittag und Sonntag um 10 Uhr am Vormittag 3 Stunden. Und das Gleiche machen wir mit den Streichern und dann auch mit den Gesamtproben. Also meistens werden die Proben eben am Wochenende gestaltet. Was habt ihr noch so am Plan? Was gibt es denn alles an Konzerten in den nächsten Wochen, Monaten? Ja, es ist demnächst, haben wir unser klassisches Lehrerkonzert. Und zwar im Rathaus, im Festsaal. Genannt Classical Moments, und hier werden die Lehrer ihr Bestes geben. Wir haben auch viel dabei, viele Solisten, Ensembles, Streicher, Bläser, Gesang und so weiter. Also auch ein nettes Konzert sozusagen. Sonntag, 11 Uhr, eine Matinee erstmalig. Und ja, in Folge Weihnachten? Weihnachten, da steht das Adventkonzert vor der Tür. Das ist dann am 9. Dezember. Auch im Rathaus, Festsaal Rathaus, und da wird ein buntes Programm auch mit jungen Kindern dargeboten, im Kinderchor und mit der Gitarrengruppe und sonst ein buntes Programm veranstaltet. Einerseits harte Arbeit für die Musiker, aber es macht auch Spaß. Weil da trifft man sich wieder, alle sind mit Begeisterung dabei, es ist frisch, es passieren noch viele Hoppalas bei der Probe und das ist immer für alle sehr amüsant. Sind Sie dieses Wochenende auch beim Lehrerkonzert dabei? Ja, spiele ich auch die Tuba, weil die fehlt natürlich auch beim Blech. Und da freue ich mich, dass die Professionisten an der Posaune und am Klavier und an der Trompete mit mir gemeinsam spielen. Ist auf jeden Fall ein Hörgenuss. Ich auf jeden Fall. Sie müssen schon davon überzeugt sein, dass das, was Sie da oben auf der Bühne machen, gut und professionell ist. Zuvor müssen Sie entsprechend hart an sich arbeiten und so lange proben, bis Sie der Meinung sind, dass es gut genug für das Publikum ist, hat Luciano Pavarotti einmal gesagt. Proben aber jetzt nicht alle zeitgleich? Nein, wir haben jetzt einmal eine Bläserprobe am Wochenende, dann haben wir in 2 Wochen die Streicherprobe und dann geht es eigentlich erst im Februar so richtig los mit den Gesamtproben, alle hier in der Musikschule.
Und da wird es auch ein bisschen eng in den Räumen, weil wir so viel sind. Aber es macht Spaß und Freude und es wird sicher ein tolles Konzert, weil, das muss ich jetzt dazu sagen, wir haben ein Jubiläumskonzert, nämlich 20 Jahre Musikschulorchester.